Wo haben Sie im Zug gesessen? Am Fenster. Der Zug ist entgleist. Er ist zu schnell in die Kurve gefahren. Ein zweiter Zug ist damit kollidiert. Warum sehen Sie mich so an? Es gibt zwei Gründe, warum ich Sie so ansehe. Erstens, weil Sie anscheinend der einzige Überlebende dieses Zugunglücks sind. Und zweitens, Sie haben nicht einen einzigen Kratzer. Ich muss dich was fragen. War ich jemals krank, seit wir uns kennen? Ich nehme an, Sie haben sich nie verletzt. Wie sicher sind Sie, dass Sie nie krank waren? Ich hatte nie eine Erkältung, Fieber oder Halsschmerzen. Findest du das nicht merkwürdig? Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe, dass Sie Angst haben, David. 131 Menschen mussten sterben, damit Ihnen endlich klar wird, welches Schicksal Ihnen bestimmt ist. Sind Sie bereit für die Wahrheit?